Einen wunderprächtigen, schönen guten Abend, so kurz vor dem Wochenende. Heute mit Train Simulator 2022, dem Add-on U-Bahn Frankfurt. Wir befinden uns gerade am Frankfurter Ostbahnhof auf der Linie U6. Von Ostbahnhof nach, muss man noch mal kurz gucken, Braunheim-Heerstraße. Wir fahren mit der Bombardier Flexity Swift. Der glaube Version 1 der U5 Variante, wenn es mich recht besinnt, und ohne viel Laber-Rhabarber geht's auch schon los. Als erstes Main Switch, ne, den Hauptschlüssel, dann links Batterie, Stromabnehmer, Hauptschalter, genau in diese Reihenfolge. Jetzt Richtungswender, Türfreigabe und jetzt beginnt der Spaß. Auf Kurs können wir eingeben, was wir möchten hier beim Ibis. Sagen wir mal, wir sind heute die 45. Linie, ganz wichtig, von 91 bis 99 haben wir alles dabei. Wir sind auf der U6, also halt 96. Jetzt wird's ganz interessant. Hier wird nicht nur das Ziel verlangt, sondern auch der Startbahnhof. Bei uns ist es der Frankfurter Ostbahnhof. Es gibt eine Hilfsseite, eine Behilfsseite für dieses Add-on. Alles in der Videobeschreibung. Wir fahren vom Ostbahnhof nach Braunheim, brauchen jetzt die 721 und die 720. Also wir starten auf der 721 und fahren zur 720. Alles bestätigen und dann auf Start. Dann seht ihr auch schon, Ostbahnhof zur Konstablerwache. Wir sind auch schon soweit fertig und können auch abdüsen. Türen schließen und vorwärts. In den ersten Momenten möchte ich dann schon noch mit HUD fahren. Ansonsten irgendwann fahren wir auch mal ohne. Dieses Add-on und viele weitere Add-ons sind momentan bei Steam im Angebot. Angebot. Moin, Kollege. Fast alles für den Train Simulator ist auch erhältlich, gerade für einen schmalen Taler. Auch diese Strecke. Für Train Sim World gibt es auch ein paar Rabatte, sage ich jetzt mal. Kann man sich also mal gerne anschauen. Nächste Station, Zug. Umsteigenmöglichkeit zur U-Bahn-Linie U7. Sowie zur Straßenbahnlinie 14. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Zum Add-on selbst. Das Add-on U-Bahn Frankfurt beinhaltet alle, und damit sage ich auch alle, U-Bahn-Linien von Anfang bis Ende mit verschiedenen Szenarien und einer Streckenlänge von 20 bis 40 Minuten. Das ist in dem Ausmaß schon echt eine Menge Fahrspaß. Wohlgemerkt aber auch, es gibt keinen richtigen Karrieremodus für diese Strecke. Oh. Jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht. Egal. Geht denn noch fit? Man geht auf Fahren, auf Standard. Und dann muss man den Zug selbst aussuchen. Aber, was man auch dazu sagen muss, man hat nicht nur das gesamte Streckennetz und die Bombardier Flexity Swift. Man hat auch die Siemens Duawag, ne, heißen die. Auch in verschiedenen Farbgebungen. Auch mit alter Matrix-Anzeige. Schon richtig geil. Kann man sich alles detailliert mal später angucken. Darüber würde ich mich selber natürlich auch freuen. Wie ihr schon gemerkt habt, für alle Frankfurter natürlich auch und Ansagen-Fans. Nächste Station, Konstablerwache, Zoll. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9, zu den U-Bahn-Linien U4 und U5, zu den Straßenbahnlinien 12 und 18 sowie zur Buslinie 36.
Ausstieg in Fahrtrichtung links. Für alle Frankfurter-Fans und natürlich auch Ansagen-Fans, originale Ansagen sind mit dabei. Spezielle Ansagen. So viel will ich dann auch nicht verraten, was es für welche sind. Da kann man sich gern mal auch überraschen lassen. Kick mal da vorne. Da fährt eine 423, wenn es mich recht besinnt. So, wir halten bei H3. Denn wir haben 3 Wagenreihen. Bei 4 Wagenreihen müssen wir da vorne parken. Wir hatten jetzt auch gerade grün und gelb. Das nächste Signal wäre in dem Fall, glaube ich, auch dann rot gewesen. Kommt selten vor, dass man hier bei diesem Addon mal steht. Aber es kommt vor. Ah, kick mal da vorne. Können wir ja einmal klingeln für den Kollegen. Wichtig ist natürlich, wenn ihr angekommen seid, Türfreigabe. Ne? Links, rechts. Und dann mit T noch bestätigen, dass ihr dann nächste angekommen Station, seid. Hauptwahl sein. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9 sowie zu den U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U8. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Mit T lädt ihr dann die Passagiere in eurem Zug dann auch noch ein. Ja. Sehr wichtig. Langsame Fahrt haben wir nicht zu erwarten, aber ein wohlmögliches gelbes Signal, rotes Signal. Nee. Ein Stück müssen wir noch. Genau, so. Einmal auf und T. Wenn ihr hier die Tür nicht öffnet, dann geht dieser kleine Zeiger hier mit der Uhr, geht dann trotzdem Richtung Uhrzeit. Ja. Aber ihr habt ja nicht richtig den Auftrag erledigt. Ihr habt ja nur angehalten, aber habt nicht die Passagiere ein- und aussteigen lassen. Immer gut drauf achten. Türen auf der richtigen Seite. T drücken oder wo auch immer ihr es dann hingepackt habt. Warten, Tür zu. Dann kommt ja eine kleine Klingel, das wird dann bestätigt. Und dann können wir auch schon weiterfahren, wenn dieses grüne Symbol dort leuchtet. Nächste Station, Alte Oper. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 64. Ah, Ausstieg ah. In Fahrtrichtung links. Da vorne war gerade rot. Obwohl uns grün angezeigt wurde. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Hatte ich auf einer nicht aufgenommenen Art auch gehabt. Da war grün angezeigt, aber rot. Ist dann im letzten Moment auch umgesprungen auf grün. Bestimmt wegen dem da vorne, ne? Der hat auch grün. Das können wir ein bisschen ausrollen lassen. Ja. Nee. Der wollte ja gar nicht dorthin. Okay. Der fährt zurück Richtung Ostbahnhof. Das Wetter und die Kondition der jeweiligen Strecke, des jeweiligen Fahrplans sind immer verschieden. Evaluieren sich. Ja. Mal hast du einen frühen Morgen, mal hast du eine Mittagsstunde, mal hast du Herbst, mal hast du gutes Wetter, mal schlechtes, mal hast du Regen. Ist schon cool. Vor allem auch das Rollmaterial, aber auch die verschiedenen Fahrpläne. Nächste Station, Westend. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Uiuiuiui. Also was die Beschleunigung angeht, kann dieser Zug echt was bieten. Kann da schon mal ein bisschen runter vom Gas. Düdüd.
Erinnert mich an Berlin Westend. So vom Namen her. Was auch schön ist, hier vorne sehen wir ja auch unsere aktuelle Uhrzeit, Voltanzahl und wie viele Kilometer wir schon gefahren sind. Finde ich auch ganz, ganz prickend. 3,4 Kilometer haben wir schon. Und weiter geht's. Bockenheimer Warte. Darum ist auch nochmal eine aktuelle Uhrzeit. Oh. Na gut. Nächste Station. Bockenheimer Warte, Uni Campus Bockenheim. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn-Linie U4, zur Straßenbahn-Linie 16 sowie zu den Buslinien 32, 36 und 50. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Also wir haben so gesehen eigentlich keinen Zeitstress, ne? Wir können uns die Zeit nehmen, die wir brauchen und wollen. Aber man möchte ja auch schon ein bisschen fertig werden, ne? So, so ist doch eine schöne Einfahrt. Schön, elegant und sanft. Das ist doch mal schön. Jetzt noch punktgenau parken und ich bin glücklich. Naja, fast. Keine Sorge, es wird auch noch oberirdisch. Ne? Oberirdisch, überirdisch, ne? Oberirdisch, überirdisch, unterirdisch. Unterirdisch ist das, was wir gerade haben. Ich glaube, oberirdisch heißt es. Oder überirdisch. Ach, wir fahren noch bei Tageslicht. Schnell weiter hier. Der nächste Kollege kommt bestimmt schon. Nächste Station, Leipziger Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Mann, Schiete. Sind immer 2 km/h zu viel. Jetzt müssen wir ja sowieso abbremsen. Da kommt ja schon die Leipziger Straße. Huiuiui, ist aber wirklich. So ein bisschen beim Bremsen habe ich das Gefühl, dass ich eine H-Reihe von Berlin fahre. Die haben auch irgendwie so einen ähnlichen Sound. Wer weiß. Wenn sie mich recht besinnt, werden sie auch von Bombardier hergestellt. Das muss ich dann nochmal nachgucken. Dann würde es mich auch nicht wundern, ne? Die andere Bahn ist von Siemens. Hier fahren wir ja von Bombardier. Nächste Station, Kirchplatz. Nächste Station, Kirchplatz. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 34. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Grüne Welle. Ah, jetzt sind wir sogar ein bisschen drunter. Ja, das ist gut. Jetzt kann man auch wieder vom Gas gehen. Ja, jetzt schon wieder ein bisschen mehr. Düdüt. Dem Hupala. Dem eigentlich da vorne dran, ne? Hausen, ja.
Na, U7-Hausen über Industriehof, genau. Gilt auch für die U6, die mit auf unserer Tafel stehen. So, jetzt ist nur noch 60 erlaubt. Aber jetzt geht's auch endlich wieder nach oben. Auf die Erde, nicht unter der Erde. Nächste Station, Industriehof. Sie befinden sich in einem Zug der Linie U6. Zur Weiterfahrt in Richtung Hausen mit der Linie U7 bitte hier umsteigen. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 72. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und los geht's. Ab nach oben. Das war nicht unser Signal. Ich wollte schon sagen. Da sind wir. Hui. Ich glaube, da muss ich noch mal kurz. Nee. Tut mir leid. Oh, da habe ich nicht aufgepasst gerade. Tut mir leid. Vorfahrt beachten, ja. Es kommt davon, wenn man mal kurz wegnickt. Nächste Station, Fischstein. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh. Ah, das ist ein Kollege. Moin! Ah, ist unser Gegenzug. Schon mal. Mal für euch ein Bild raussuchen, was man dann später fürs Thumbnail benutzen kann. So. Nächste Station. Hausener Weg. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 34. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, so sanft. Seht ihr, ich wollte ja eigentlich auch ein Bier trinken, schon vor Stunden, und das steht immer noch neben mir. Da kann man mal sehen, wie unwichtig Rauchen und Alkohol ist, ne? Und ich meine, wenn man es ja auch noch gut richtig unter Kontrolle hat, dann geht es ja natürlich auch, ne? Aber das ist ein anderes Thema, das ist ja zwiegespalten. Das ist ein eigenes Thema für sich, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, ne? Also... Da bin ich eigentlich auch offen. Ich roche nicht.
Ich trinke höchstens Alkohol. Und das auch sehr, sehr selten bis gar nicht. Sieht. Nächste Station, Stefan-Heise-Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wenn ich mal zur Flasche greifen möchte, ich sage heute, oh ja, da kannst du dir mal eins genehmigen. Regt das auch? Entweder habe ich das dann schon vergessen, was ich das machen wollte. Oder ich habe es gemacht und die Flasche steht immer noch dann da. Und dann die Tage immer noch. Und immer noch. Moin. Ist ja, was ich meine. Also ich brauche keinen Alkohol, um glücklich zu sein oder so. Das schaffe ich auch so. Solange das noch geht, ne, dann hat man eigentlich alles richtig gemacht. Oh, hier ist ein schönes Bild. Oh ja. Das ist ein schönes Bild. Das nehme ich. Das nehme ich dann. Ich meine, oder so, ne? So. Naja, jetzt kommt da noch jemand. Nee, egal. Ich habe mein Bild und das ist fertig. Ach, der fährt auch los. Ha! Ein bisschen wach wird denn hier. Nächste Station, Friedhof Westhausen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Lohnt sich eigentlich gar nicht so viel Gas zu geben, ne? Man kann ja an der einen oder anderen Station schon die nächste sehen. Da drückst du einmal auf die Tour und dann musst du schon wieder bremsen. Naja. Keiner raus, keiner rein. Da siehst du, er guckt auch schon so traurig. Der Arme. Keiner will aussteigen oder einsteigen. Alle wollen sie noch weiterfahren. Ach, wir sind ja auch schon da. Ja Mensch, da braten wir doch einen Storch. Es ging ein bisschen flott. Aber ich denke mal, hier ist auch gar nicht Endstation. Ah doch, okay. Ich hab nicht gesagt. Nächste Station, Heerstraße. Fahrtende, bitte aussteigen. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 60. So, schon mal ein bisschen runter vom Gas. Ach, wir bleiben auf dem Gleis. Okay. Oh! Okay. Von Rot auf Gelb auf Grün. Sonst geht es immer von Rot auf Grün. Und dann auf von Grün auf Gelb, dann Rot. Aber okay. Da sind wir auch schon. Und stopp. Ostbahnhof, genau. Gleis 2. Wer hält eigentlich da? Steht nee, wa? Nee. Aber hier vorne steht zum Beispiel, bitte nicht einsteigen. Szenario nicht vollständig? Hä? Schade, sie... Hä? Was ist denn jetzt hier los? Den Weg mir mal kurz angucken. Oh. Ja, okay. Dreimal nur, das ist in Ordnung. Betriebsfehler. Zug 9-mal wo... Zug 9-mal wurde während des B-Entladens bewegt. Aha. Das würde ich aber wissen. Geschwindigkeitsüberschreitung 3-mal, das hatten wir schon. Das ist noch relativ in Ordnung.
an 14 von 15 Bestimmungsorten gehalten. Ach, das ist bestimmt wegen der, weil ich mal kurz weg war. Weil ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen war. Oder? War das das? Das könnte es gewesen sein. Na gut. In diesem Sinne verabschiede ich mich dann in dieser Runde. Ne? Macht euch einen schönen Abend. Ne? Oder morgen, je nachdem, wann das jetzt dann online kommt. In meinem Fall ist es dann jetzt gerade in dem Zeitpunkt, wo ich das sage, 22:45 oder 22:45 oder 23:45. Gehabt euch wohl, macht euch einen schönen Abend.